Herzlich willkommen beim 23. Sanguinor Sport Mike Grand Slam Turnier hier im La Ville. Es sind die French Open der Hobby Tennis Tour. Insgesamt 92 Teilnehmer sind am Start. Damit konnte der Teilnehmerrekord, der beim Jänner Grand Slam diesen Jahres aufgestellt wurde, eingestellt werden. Einer der Teilnehmer ist Mastersieger und die Nummer 2 der Hobby Tennis Tour, Philipp Schneider, den ich jetzt neben mir begrüße. Hallo. Hallo Philipp. Die Hobby Tennis Tour feiert gerade ihr größtes Turnier im Jahr sozusagen. Welchen Stellenwert hat so ein Turnier für dich? Naja, die French Open, also das My Grand Slams ist natürlich eines der 5 Highlights im Jahr. Und bei so einem Highlight will man natürlich immer besonders gut abschneiden. Du hast gerade die erste Runde gespielt, 6-3, 6-1 gegen den Hüseyin Tüfekci. Das Ergebnis stimmt. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Leistung noch nicht so ganz. Also ich habe mich noch nicht sehr wohl gefühlt. Mir schwer getan mit dem Wind, Wetter und Platz ein bisschen. Aber ja, der erste Satz war auch relativ knapp. Aber vom Ergebnis her kann ich zufrieden sein. Du hast die Verhältnisse angesprochen. Wie sind denn die Verhältnisse? Für die Menge an Regen sind die Plätze sensationell beieinander, aber ich habe mir trotzdem sehr schwer getan mit dem Wind und mit dem tiefen Platz insgesamt. Ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen. Was sind deine Ziele für dieses Turnier? Ich will mir die Nummer 1 Position der Rangliste holen. Zur Erklärung, Peter Klager, die aktuelle Nummer 1 der Rangliste, hat dieses Turnier letztes Jahr gewonnen. Sprich, er hat 2000 Punkte zu verteidigen. Philipp Schneider, die Nummer 2, hat nichts zu verteidigen. Angenommen, Peter Klager gewinnt dieses Turnier, dann würde für den Philipp eine Finalteilnahme reichen, um die neue Nummer 1 zu werden. Sollte Peter Klager dieses Turnier nicht gewinnen, dann ist Philipp auf jeden Fall die neue Nummer 1 der Hobby-Tennis-Tour. Gut, Philipp, wer sind denn die Favoriten auf den Turniersieg? Naja, da darf man natürlich den Titelverteidiger nicht vergessen, in Peter Klager. Und den Sieger des letzten Tausender-Turniers, in Fabian Meyerhuber, habe ich natürlich auch auf der Rechnung. Und im unteren Raster der Martin Meyer natürlich, der heuer sehr gut gespielt hat. Den Damian Roman darf man natürlich nicht vergessen. Überhaupt der untere Raster ist ziemlich stark. Also es wird ziemlich schwer, mich da durchzusetzen. Ja, du hast jetzt deine Auslosung angesprochen. Ab wann wird es denn so richtig hart? Vermutlich ab der dritten Runde. Also ich muss natürlich jetzt auf die zweite Runde konzentrieren, aber von der Papierform her ab der dritten Runde wird es richtig hart. Gut, dann danke für das Interview, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit soweit. Danke. Danke.